Wie sind Sie alarmiert worden? Welches Lagebild hat sich für Sie ergeben? Ja, wir sind letztendlich heute Morgen um 9.10 Uhr vom Lagezentrum informiert worden, dass am Landeshaus ein Päckchen aufgefunden wurde, wo sich Drähte drin befinden sollen. Und dann ging es eilig hier nach Kiel. Sie waren noch auf dem Weg. Nach wo? Genau, ich war eigentlich in Heide zu einer Munitionsbeseitigung, habe mich zu dem Zeitpunkt der Alarmierung in Fockbeck befunden, habe dann meinen Kollegen angerufen, den Leiter des Kampfmittelräumdienstes, der Oliver Kinas. Der ist mit dem Einsatzwagen hier direkt zum Landeshaus gefahren und wir sind also fast zeitgleich hier eingetroffen und haben dann die Lage abgearbeitet. Das Päckchen erstmal in Augenschein genommen? Das Päckchen letztendlich erstmal uns Informationen eingeholt, wie das Päckchen letztendlich aussah, wie viel Gewicht es haben sollte, wo es sich eigentlich befindet. Und dann der Entschluss, dieses Päckchen in Augenschein zu nehmen, unter Sicherheit, sprich mit dem Bombenschutzanzug. Auf dem Paket, was hier eingegangen ist, stand ein Absender draus, eine ungewöhnliche Geschichte, oder? Ja, natürlich. Das ist erstmal ungewöhnlich. Meine Absender sind öfter mal drauf, aber dass die Absender letztendlich zu erreichen sind, ist dann schon eher ungewöhnlich, wenn dann mit dem Päckchen halt böse Absichten vorgenommen wird oder wenn es halt böse Absichten haben soll. So, von daher ist es ungewöhnlich, dass der Absender auch zu erreichen war und uns Informationen mitteilen konnte, was sich in dem Päckchen letztendlich befinden sollte und dass sich das letztendlich bestätigt hat auf unserer Röntgenaufnahme. Okay, damit war der Einsatz so gut wie beendet oder was folgte dann noch? Letztendlich haben wir das natürlich abgeglichen, die Informationen, die wir hatten, was im Päckchen sein sollte, mit den Informationen, die uns das Röntgenbild letztendlich gezeigt hat. Daraufhin haben wir das Päckchen unter Sicherheit nochmal im Bombenschutzanzug geöffnet, um sicher zu sein, dass dort, ich sag mal, kein Sprengstoff oder sonst irgendwelche bösen Sachen drin sind. Und dann war der Einsatz letztendlich beendet, ja. Na, da wollen wir hoffen, dass so ein Einsatz so schnell nicht wiederkommt. Herzlichen Dank. Ja, gerne.